Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Weit offene Türen. Wir dürfen spüren, wir sind erwünscht. Wir werden wirklich erwartet. Bei ihm sind wir richtig. Für ihn sind wir wichtig. Noch wichtiger als VIP-Gäste, hoch angesehen, die irgendwann gehen. Wir dürfen bleiben, solange wir wollen, und aus den vollen Töpfen seiner Großzügigkeit schöpfen. Wir dürfen für immer dazugehören und wir stören irgendwie nie. Weit offene Ohren. Nichts geht verloren von dem, was wir sagen. Die Zweifel, die Fragen, die Klagen, die Sorgen um morgen. Immer wieder dürfen wir kommen, werden ernst genommen, einfach so, wie wir sind. Sein Angebot steht, die Realität seiner Liebe gilt konkret allen Menschen auf unserem Planeten. Wir dürfen eintreten als seine geliebten Kinder und egal, wohin der Weg uns geführt hat, egal, wie viel Schmutz und Schlamm an unseren Füßen hängt, er schenkt uns seine volle Aufmerksamkeit. Seine ganze Zeit, Geborgenheit. Er ist bereit, alles für uns zu geben, sogar sein Leben. Weit offene Arme, warme Worte, Wohlwollen, Weitherzigkeit. Wir werden nicht wieder weggeschickt und auch nicht einfach weggeklickt. Nein, er ist online. Nicht offline, den ganzen Tag lang und sogar nachts ist er stets auf Empfang. Ja, er empfängt uns, er zwängt uns nicht ein, bedrängt uns nicht, nein, er ist uns zugewandt, kommt auf uns zugerannt, so wie der Vater dem verlorenen Sohn entgegenkam, ihn in die Arme nahm, ohne Wenn und Aber, ohne großes Gelaber, ohne Moralpredigt, die hatte sich erledigt. Bedingungslos, grenzenlos, unvorstellbar groß ist seine Liebe. Sie schließt niemanden aus. Ein offenes Haus für alle. Nicht exklusiv, sondern inklusiv. Ein Liebesbrief, der allen Menschen gilt. Keiner wird abgewimmelt. Keiner wird zurückgewiesen. Selbst in miesen Krisen ist er für uns da, ganz nah. Der Papa lässt uns nicht einfach abblitzen. Wir müssen keine Strafe absitzen. Und selbst wenn die Dinge sich zuspitzen, zeigt er uns nicht die kalte Schulter. Und mitten im Tumult erfahren wir seine Geduld. Er vergibt unsere Schuld. Er kennt kein Tabu. Er neigt sich uns zu, ist mit uns per Du. Er nimmt uns auf in seine himmlische Crew und gibt uns nach seinem Ratschluss einen neuen Status. Familienmitglied der göttlichen Familie. Dazu einen Wohnberechtigungsschein für die himmlische Immobilie mit ewigem Bleiberecht. Das klingt echt nicht schlecht. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wartend steht er an der Pforte, einladende Worte. Er sagt, kommt herein, er lädt uns ein, bei ihm zu sein. Das ist einfach nur Willkommenskultur pur.